Er hat ja den grauen Esel, in der Bibel steht, in der Offenbarung, der kam nachher mit dem Pferd. Jesus ist der Herr, er ist wirklich der König. Wenn ein König kommt, dann hat ein König einen Anspruch. Und der König hat den Anspruch, dass er der Chef ist. Ist so. Da gibt es auch keine Debatte. Manchmal haben wir so Debatte darüber, ob Jesus wirklich der Chef sein darf, aber er verdient es, der König zu sein. Und wenn er der König ist, dann beten wir ihn einfach an. Dann bringen wir das rein in diese Welt und sagen, Jesus regiert wirklich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich möchte euch einladen, Jesus heute als diesem König zu begegnen. Wirklich bewusst unser eigenes abzulegen und ihn König sein zu lassen und regieren zu lassen. Und auch zu sagen, Jesus, du bist so würdig. Und wenn du möchtest, kannst du das und sollst du das mit deinem Herzen oder mit deinem Körper auch ausdrücken und sagen, Jesus, ich stelle mich vor dich hin oder ich knie mich vor dich hin oder ich gebe dir meine Kraft, die ich habe, alles, was ich habe, ich gebe dir das, um zu sagen, Jesus, du bist wirklich der König. Und so möchte ich euch einladen, das mit mir zusammen zu machen, Jesus wirklich so anzubeten. Und das Interessante ist, je näher man dem König kommt, ne? Das finde ich stark, je näher man dem König kam, desto mehr nahm man an Wert zu. Und wer am dichtesten am König dran saß, der hatte die höchste Position. Und das gefällt mir. In der Bibel steht, bei David war das so, die ganzen Verschmachteten und Kaputten kamen zu David und nachher heißt es, das waren die größten Helden, die David hatte. Also so, je dichter du an den König rankommst, desto mehr Veränderung erlebst du auch. Und so, ich wünsche mir das so heute Abend für uns, dass wir dicht an den König rankommen, um verändert zu werden. Am Ende in sein Bild. Und das erste Lied ist so ein Einladungslied. Jupp. Halleluja. Ich soll euch liebe Grüße sagen. Ich war am Wochenende in Bad Kreuznach. Das ist Richtung Hunsrück, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles verliert. Da ist irgendwie so ein Fluss und die Lorelei hängt da auch irgendwo rum. Also das ist irgendwie so die alles in Richtung. Und auf dieser Bahnfahrt hatte ich die Chance, ein bisschen zu lesen. Und vielleicht wissen einige noch von euch, was am 31. August 1997 passiert ist. Okay, ich habe es auch nicht gewusst. Da ist. Danke. Sehr gut. Genau. Da sind die mit 180 Stundenkilometer durch Paris gerast und sind an unserem Pfeiler hängen geblieben. Genau. Und Prinzessin Diana und ihre drei Begleiter sind alle gestorben. Genau. Ich las eine Biografie, also eine Geschichte über Prinzessin Diana. Ich glaube, sowas lesen auch nur Pastoren, oder? Ich weiß nicht genau. Aber wisst ihr, was mich daran fasziniert hat, ist, wenn man tatsächlich sich das Leben von bestimmten Menschen anguckt, dann entdeckt man, warum bestimmte Dinge laufen, wie sie laufen. Und oft ist da so ein ganz schmerzliches Schema sichtbar. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen. Mit 6 Jahren erlebt dieses Mädel, wie die Mama die Familie verlässt und zu einem anderen Mann zieht. Und dann erlebt ihr dieses Mädchen, wie sie mit ihrer Schwester zusammen zu einem gut wurde, um das man gestritten hat, nämlich um das sogenannte Sorgerecht, ging der Streit fast 3,5 Jahre. Und die Kinder waren immer dazwischen und immer Teil dieses Streites. Die Mädels erlebten dann, wie die Eltern wieder heirateten, sich wieder scheiden ließen und nochmal heirateten. Insgesamt 3-mal haben sie die Prozedur durch. Das hat dazu geführt, dass bei dieser Diana derartige Lernblockaden entstanden, dass sie das College nicht schaffen konnte, weil sie ihr Abi nicht geregelt gekriegt hat. Und dann wurde sie als einzige in dieser gesamten Familiengeschichte bloß Erzieherin. Das hat bei diesem Mädel einen riesen Schocker ausgelöst. Und es brachen plötzlich Dinge auf, die hatte man so gar nie gekannt. Sie erlebte an sich absolut heftige Wutausbrüche, Weinkrämpfe, völlig aufsässiges Benehmen. Es gibt so eine Szene, da war sie 19 Jahre, da sitzt sie im Restaurant und sie kriegt ihren Milchshake nicht rechtzeitig, also springt sie da mitten im Restaurant auf und stampft mit dem Fuß auf die Erde wie so ein 3-jähriges Kind, trotzig, wütend, schmeißt das ganze Tablett durch die Gegend.
Sie kriegte ihren Willen nicht und sie musste mal klar machen, dass sie eigentlich wer ist. Die meisten Leute kennen Lady Di immer als die nette, strahlende. In Wirklichkeit war das eine Frau hochgradig psychisch krank. Sie heiratet. Vorher hatte sie schon Essbrechstörungen. Mittlerweile war sie schlafmittelabhängig, kaufsüchtig, pro Jahr ungefähr 1,8 Millionen Euro nur für Klamotten rausgeschmissen. Prinz Charles war sich nicht sicher, welcher der Männer gerade ihrer war, die da in dem Bett war, das eigentlich ihm gehörte. Die Frau litt unter Verfolgungswahn, ließ regelmäßig mindestens zweimal am Tag irgendwen kommen, der dann die Zimmer nach Wanzen absuchen musste. Und alles, was sie aufrecht hielt, war die Position, wenigstens es geschafft zu haben, Prinzessin zu sein. Wenn man auch sonst es zunächst im Leben geschafft hat, aber man hatte wenigstens einen Titel. Brutal. Wer die Biografie solcher Leute liest, der kriegt richtig was am Herzen. Wo du dem Herrn danken kannst, dass du einen normalen Job hast, ein normales Leben, zu Jesus gefunden hast, in der Gemeinde sitzt und sagen kannst, Halleluja, Herr, wir danken dir dafür, dass wir so viel Gnade hatten und nicht so einen eigentümlichen Lebensstil fristen mussten. Aber interessant ist, rauszukriegen, woran hat es gehakt. Da erlebte dieses Mädel, ganz jung, einen Riesenbruch. Und ihr Herz war zerbrochen. Und eine Menge von uns können sich an ihr Leben erinnern und können sich auch an eine Menge Brüche erinnern, die wir so in unserer Biografie haben. Und ich bin so begeistert über das Wort Gottes für heute Abend, dass das steht in Lukas 4, Vers 18, er ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Eines der effektivsten Mittel, die der Teufel gefunden hat, um uns Menschen kaputt zu machen, ist, dass er unser Herz verletzt. Diesen ganzen Bereich, der mit unseren Gefühlen zu tun hat. Und tatsächlich ist das eines seiner Hauptangriffe. Wenn er dich schon nicht dazu bringen kann, dass du exzessiv sündigst, dann kann er dich wenigstens dazu bringen, dass du deine Narben der Seele nicht in Angriff nimmst. Und du bleibst an diesem Schmerz deiner Verletzung stehen. Und dein Leben prägt sich dadurch. Es ist hochinteressant, dass als er den Hiob nicht klein kriegt, weil er ihm seine Familie klaut, weil er ihm die Gesundheit nimmt, da kriegt er nicht klein, stimmt's? So, was ist das letzte Mittel, als der Teufel es nicht schafft, ihn durch die Beraubung materieller Dinge kaputt zu kriegen? Was ist die Technik, die er hat? Er setzt ihn, ja, krank war er auch schon, die Gesundheit war auch schon verloren gegangen. Wen setzt der Teufel auf ihn an? Seine Freunde, seine Frau und die Freunde. Und die Freunde, die schaffen das, was die anderen Sachen nicht geschafft haben. Die machen ihn so kaputt, dass der Mann irgendwann gar nicht mehr weiß, was glaube ich eigentlich. Das ist interessant, ne? Die beraubenden Umstände, da konnte er noch relativ souverän drüber stehen, stimmt's? Hat er gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, Halleluja, fertig, ist mir egal. Aber wo wird's kritisch? Als die Freunde kommen und ihm permanent erzählen, was er eigentlich für ein Ochse ist. Da merkst du, geht das Herz kaputt. Und da geht er schier dran unter. Und interessanterweise steht nachher im 42. Kapitel, wann wurde der Kerl gesund? Als er für die Freunde betet, genau. Herr, straf sie nicht. Ja, weil der Herr war nicht wirklich gut zu sprechen auf die Kollegen. Weil sie sagen, ey, die haben Zeug geredet über mich. So bin ich überhaupt nicht. Die hatten keine Ahnung, die hatten ein derartig krankes Gottesbild, dass Gott überhaupt nicht zufrieden war. Und dann musste Hiob für diese spannenden Brüder beten. Ja? Und als er Fürbitte tut, sprich für die Jungs eintritt und sagt, Herr, vergib ihn, gib ihnen Gnade, da heißt es, und der Herr wendete das Geschick Hiobs. Da kam die Heilung zustande. Hochspannender Sachverhalt, stimmt's? Der hätte ehrlicherweise an den Verletzungen stehen bleiben können und er hätte recht gehabt, weil sogar Gott war einig, dass das wirklich absolut falsche Vögel waren. Aber er blieb eben nicht stehen,
sondern fing tatsächlich an, für diese Leute segnenderweise zu beten und in Fürbitte zu gehen. Und Gott gab ihm Durchbruch und Heilung und der Mann wurde gesund und damit stellte sich auch der ganze Rest wieder her. Interessanter Ansatz. Die heißesten Angriffe, die Jesus erlebt haben, waren nicht die von den Pharisäern. Von denen hat er nichts Besseres erwartet. Was war das, was wirklich wehgetan hat? Judas und Petrus, deine Freunde, die eigene Familie, die ihn als Verrückten abstempelte. Das tat weh. Die Leute, die du geliebt hast, die noch einen halben Tag vorher alle Hosianna gebrüllt haben, die plötzlich brüllen, kreuzige ihn. Das sind dieselben Typen, die du gesund gemacht hast. Das tut weh, das tut in deiner Seele weh. Da merkst du, das sind Schmerzen. Da kommt Verletzung in deiner Seele zustande. Die, die du liebst, die können dich richtig kaputt kriegen, stimmt's? Deswegen hat der Teufel einen super Mechanismus. Wenn er es nicht schafft, dich durch irgendwelche Versuchungen in Sünde reinzukriegen und von Gott wegzuziehen, weißt du, wen er ansetzt auf dich? Deine Family. Und weißt du, wer dir noch dichter ist als deine Familie? Dein Partner. Und soll ich dir noch was sagen? Wer dir manchmal noch dichter ist wie dein Ehepartner? Deine Gemeinde. Was hat Jesus gesagt? Wer sind mein Bruder und meine Schwester? Genau, meine Gemeinde würden wir heute übersetzen, stimmt's? Und wie viele Leute erlebe ich, die mir erzählen können, dass sie verletzt wurden von lieben sogenannten Glaubensgeschwistern, die das bestimmt auch waren? Da tat es am meisten weh, weil von denen hätte ich eigentlich Liebe und Wertschätzung erlebt, stimmt's? Steht schon in dem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, bis auf das Leben in der Gemeinde. Nein, die Würde des Menschen ist auch in der Gemeinde unantastbar. Halleluja. Aber wisst ihr, was mich beruhigt? Auch die Würde des Pastors ist deswegen unantastbar. Halleluja, das ist total befreiend. Du hast ein Recht auf deine Würde, stimmt das? Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Das ist nicht wahr. Auch als Christ nicht. Du bist nicht der Fußabtreter der Welt. Du hast Würde und wenn irgendeiner denkt, dass er sie nicht achten muss, dann kannst du einen ganz großen Knüppel rausholen. Und sagen, hey Freunde, bis hierher, da ist die Grenze. Absolut. Ist dein Recht. Und wenn du das nicht machst, musst du dich nicht wundern, wenn die Leute ständig in deine Persönlichkeit einbrechen. So, Jesus wusste, was es bedeutet, verletzt zu werden. Der kannte das. Und weißt du warum? Weil dahinter steht nämlich immer der Feind unserer Seele. Der Petrus, der kam total nett zu ihm, als Jesus gerade über seinen Leidensweg erzählt. Und Jesus hat das massiv gemacht. Also das ist, was wir uns nicht trauen würden. Oder zu wem hast du schon mal in der Gemeinde gesagt, ey, Satan, hinter mich. Also komm, ganz ehrlich. Das hast du noch nicht gebracht, oder? Jesus hatte da keinen Stress mit. Weil er genau gemerkt hat, Moment, da kommt jemand an mich ran, der mir was erzählt, was mit dem Plan Gottes überhaupt nichts zu tun hat. Und den muss ich mir wirklich von meiner Seele fernhalten, sonst macht er mich kaputt in meinem Glaubensleben. So, pass auf, was passiert? Weil die Leute können dich am meisten verletzen. Und verletzte Menschen tragen ihre Seelennarben immer ihr Leben lang mit sich rum, wenn sie nicht Heilung suchen. Und diese Menschen, die beschreibt die Bibel sehr spannend, verletzte Leute sind eine permanente Gefahr für sich und alle anderen. Verletzte Menschen sind das Schlimmste, mit dem du leben kannst. Diese Leute sind riesig gefährlich. Und am besten hältst du sie dir weit vom Leib. Dummerweise können wir das nicht immer, stimmt's? Aber das sind lebende, tickende Zeitbomben. Das ist nur die Frage der Zeit, bis der Zünder irgendwann kommt. Das sind wie so schlafende Vulkane. Irgendwann kommt das Richtige und dann kommt das Zeug raus. Und ihr Lieben, wir als Christen müssen aufpassen, dass wir nicht genauso sind. Weil jeder von uns läuft mit Verletzungen rum, ist das wahr? Und wenn du genug Verletzungen mit dir rum hast, dann gibt es immer so bestimmte Worte. Wenn die fallen, dann plonk, kommt der Zünder. Kennst du das? Ja, dann kommt dieser HMB-Männchen-Effekt. Gibt es ja die Werbung nicht mehr, glücklicherweise. Aber nichtsdestotrotz, du weißt genau, wenn so bestimmte Stichworte fallen, kennst du das, dann kannst du richtig in Bewegung kommen. Und dann merkst du, was ist passiert? Da gibt es Seelennarben, die sind nicht wirklich gesund.
weil sonst würde dich das Zeug nicht nerven, dann könntest du drüber stehen. Aber wenn du merkst, dass es dich immer wieder anpackst, merkst du, da bist du nicht wirklich gesund. Und das ist Verletzung. Und in Jeremia 17, Vers 6 wird so ein Mensch beschrieben und ich musste darüber lächeln, als ich das las, weil ich dachte, so ist das wirklich. So ein Mensch wird sein wie ein kahler Dornstrauch in der Steppe. Hast du schon mal versucht, einen Dornstrauch zu umarmen? Musst mal probieren. Ist nicht wirklich eine feine Angelegenheit. Und so Menschen sind wie so ein Dornstrauch, den musst du mal umarmen. Die können auch nicht mal Nähe zulassen. Die haben schon alle ihre inneren Stacheln ausgefahren, nach dem Motto, bevor du mich verletzt, schieß ich schon mal. Und dann geht die Beschreibung weiter, der nicht das Gute sieht. Diese Leute sind so zerfressen von ihrer Verletzung, dass sie permanent nur noch das Negative sehen. Die sind schon auf Negatives gepolt. Mit so Menschen musst du zusammenleben, wenn du ein Problem brauchst. Und an dürren Städten in der Wüste werden sie wohnen. Das ist doch auch eine interessante Beschreibung, oder? Die suchen sich dürre Städten in der Wüste. Also möglichst, da kommt keiner hin, da bin ich für mich alleine, da tut mir keiner was, da kann ich machen, was ich will. Aber Wüste ist nun nicht gerade der Lebensort, für den wir berufen sind, oder? Und dann geht es noch ein Stück weiter. In einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist doch echt interessant, oder? Ich fand das so hammerhart, wie klar die Bibel diesen Zustand der Menschen umreißt und auch ihren Lebensstil dann beschreibt. Und du kannst dich fragen, wie bin ich denn? Bin ich auch so? Also auf 10 Meter darfst du mir nahe kommen, aber dann bitte bleib, wo du bist, freundlich. Und Verletzungen kriegst du immer. Du kannst dein ganzes Leben damit zubringen, darüber nachzudenken. Am Ende, ich will das auch gar nicht machen, weil da kannst du in deiner Kindheit anfangen und dann nimmt die Latte kein Ende. Der Punkt ist nicht, darüber nachzudenken, wo und wann du am Ende immer verletzt wurdest, sondern die Frage ist, wie reagierst du drauf? Weil das normale Muster bei Verletzung ist, dass wir mit Bitterkeit reagieren. Bitterkeit demjenigen gegenüber, der uns verletzt hat. Und das hindert uns am Ende, wirklich Liebe zu empfangen. Wir sind nicht liebesempfangsfähig. Wir können nicht nehmen. Ich merke das in der Seelsorge immer an Menschen, die mir erzählen, du, ich höre zwar was von der Liebe Gottes, aber ich kann das gar nicht annehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Da ist die Seele so krank, dass Gott da nicht rankommt. Das kennt ihr, ne? Wenn ihr mal eine richtige Wunde habt, die so richtig eitrig ist, was darf man nicht machen? Wenn da einer drauf fasst, ne? Ja, da springst du schon, bevor der richtig rangekommen ist. Weil da bist du völlig übersensibel. Genau. Und das merkst du, das ist ein typisches Zeichen für Bitterkeit. Ich kann nicht ertragen, wenn mir jemand was sagt. Stimmt's? Das ist für mich immer gleich der persönliche Angriff. Da merkst du, so Leute sind überhaupt nicht kritikfähig. Mit denen kannst du dich über irgendwas normal schwätzen, ohne dass die sofort ins Chaos ausbrechen. Warum? Die nehmen alles persönlich. Interessant ist alleine diese Formulierung. Ich nehme alles persönlich. Ja, mir gibt ja sonst keiner was. Denk gut drüber nach. Wieso nimmst du denn alles persönlich? Wieso lässt du das nicht bei den Leuten? Verstehst du das? Da ist ein innerer Mechanismus. Ich ziehe das regelrecht an. Der kann noch so nett reden. Ich höre genau das Haar, ich höre und sehe das Haar in der Suppe. Ich bin so geeicht, das ist innerlich schon so. Warum? Weil ich bin bitter. Ich bin verletzt, ich habe das nicht losgekriegt und so bleibe ich krank. Es ist wie, als wenn du Krebs hast, der die Gnade auffrisst. Bitterkeit frisst immer Gnade auf. Du kannst nicht Gnade zulassen, aber du kannst Gnade auch nicht mehr nehmen. Und wir werden unfähig, gesunde Beziehungen aufzubauen. Können uns selber nicht mehr einschätzen. Wir kriegen permanent mehr blinde Flecken. Und eine interessante Geschichte, die habe ich nochmal nachgefragt. Es gibt einen guten Freund von uns, den Winfried Hahn. Der sitzt in Engelswies und die haben da so eine psychosoziale Beratungsstelle. Und die arbeiten mit vielen Leuten, die einfach in ihrer Seele krank sind. Und auch besonders mit Christen, die in ihrer Seele krank sind.
Und er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Menschen, die ihre Verletzung nicht aufarbeiten, bleiben genau in dem Alter entwicklungsmäßig in ihrer Seele stecken, wo sie verletzt wurden. Das heißt, du kannst mit Leuten zu tun haben, die sind 40 und 50 Jahre, aber in ihrer Seele, in ihrer emotionalen Beschaffenheit sind sie bei 7 Jahre stehen geblieben. Fand ich brutal. Denk mal drüber nach. Dem Augenblick, wo du, dem Moment, wo du verletzt wurdest, nicht vergibst, bleibst du stehen. Das ist wie, als wenn da einer einen Blocker reinhängt. Und du sagst, Mensch, diese Leute, die sind schon so alt, die müssten noch wie erwachsene Menschen reagieren. Können die nicht, weil in ihrer Seele sind sie bei diesem Punkt stehen geblieben. Und sie wachsen nicht und sie bleiben weiter seelische Babys. Und ihr lieben Freunde, ich habe darüber nachgedacht, über den Dienst. Jetzt bin ich über 20 Jahre im Geschäft, im Pastorenjob. Wie viele Leute habe ich in den Gemeinden getroffen, die wohl alle groß und erwachsen aussahen und in ihrer Seele oft auf der Babyniveau oder manchmal ein bisschen drüber stecken geblieben sind. Wenn du die gefragt hast, Leute, was ist, wie geht's? Weißt du, was sie immer konnten? Sie konnten dir genau noch erzählen, wann irgendwer irgendwas irgendwie in ihrem Leben falsch gemacht hat. Und du merkst es genau, stecken geblieben in der Seele. Nicht gesund geworden, nicht heil geworden, nicht die Liebe Gottes rangelassen. Und interessanterweise sind unsere Gefühle, die wir dann entwickeln und die krank werden und die uns krank machen, immer abhängig von unseren Gedanken. Unser Denken, wie wir Situationen beurteilen, produzieren unsere Gefühle. Und wenn du gesunde Gefühle hast, dann musst du anfangen, gesund zu denken. Genauso funktioniert der Sachverhalt. Simples Beispiel, du musst irgendwo hin zum ersten Mal. Und du weißt genau, das ist eine Herausforderung, die dir da gestellt wird, die könnte dir Sorgen machen. Also, was denkst du dir? Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal zu meinem Schwiegervater musste, um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Da habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Normalerweise mache ich mir nicht so ernsthaft Gedanken. Ich denke meistens, auch das geht schon irgendwie und gehe da relativ entspannt hin. Aber da habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Und ich habe das hin und her überlegt zu Hause. Wie sage ich es? Ich kenne den Mann ja gar nicht. Wie mache ich die Geschichte? Es ist ja auch irgendwie peinlich. Oder heute, Mensch, wir leben im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Also, ja. Der denkt, also was ist das für ein blöder Kerl, kommt da hin und da, also ich sag mal, der hat auch die letzten Wasserstandsmeldungen nicht richtig mitgekriegt. Und ich habe das war, und je länger ich darüber nachdenke, desto unsicherer wurde ich und desto komischer fand ich die ganze Situation, bis ich mir dann überlegt habe, ach, das bläst du einfach ab, fertig. Aber das konnte ich halt auch nicht. Und vor lauter wilder Gedanken, die ich im Kopf hatte, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben die Situation, ich stand da und wusste nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich nicht mein Problem normalerweise. Das war eigentümlich. Ich kriegte die Sätze nicht richtig zu. Es war wirklich eine blöde Situation. Was war? Was war passiert? Ich hatte lange genug in meinem Kopf Zeit, mich selber so wirr zu machen, dass meine Gefühle völlig durchgedreht haben und mich total blockiert haben. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr, ich weiß nicht genau, ob du. Es ist so eine ähnliche Situation hatte ich mal, da war ich eingeladen in der deutschen Botschaft und hatte dann mit dem dortigen Ministerpräsidenten ein Gespräch. Und da habe ich mir auch überlegt, Mensch, weiß ich, wie man sich richtig benimmt in so Kreisen, wie fasst man die Tasse an oder nicht? Und vor lauter blödem Nachdenken hätte ich da schier den Kaffee mir über die Hose und dem Rest da über den Tisch. Und kennt ihr das? Da macht man sich selber so wild mit irgendwelchen blöden Gedanken, bis du gefühlsmäßig so aufgeladen bist, da geht sowieso alles schief. Kennt ihr das? Wisst ihr, worüber ich rede? Ja? Warum? Unsere Gefühle gehorchen unseren Gedanken. Nicht umgekehrt. Und wie wir über Situationen denken, das setzt unsere Gefühle frei. Und unsere Gefühle, das ist auch interessant, die wiederum
setzen dann den entsprechenden körperlichen Zustand frei. Kennst du auch, oder? Wenn du dich lange genug aufregst über irgendwas, wenn du vorher nicht Magenschmerzen hattest, danach hast du welche. Deinem Magen geht es eigentlich gut, aber vor lauter Rumgenerve und rüber, ja, oder Nackenverspannung, mit mal hast du Kopfschmerzen, du hast eigentlich gar keine Kopfschmerzen, aber du bist so angespannt innerlich, weil du dir so eine Sorgen um irgendwas machst und dann plötzlich hast du Schmerzen. Warum? Es geht dir eigentlich super. Aber im Kopf hast du lange genug dich selber so auf den Level gebracht, bis irgendwann alles zu spät ist. Genau. Was ist der Lösungsansatz? Mir hat das so gut gefallen. In der Bibel ist das so schön beschrieben. Dass uns verletzende, beängstigende, bedrohende Situationen passieren, das können wir nicht verhindern. Aber wie wir darauf reagieren, darauf können wir sehr wohl mit Gottes Hilfe eine Antwort finden. Ihr kennt die Szene in 1. Samuel 17. David kommt zum Volk und das Volk sieht Goliath. Dass sie ein Problem hatten, war offensichtlich. Sie guckten sich das Problem lange genug an. Was haben sie sich gegenseitig gesagt? Was war die Beurteilung? Wo lagen sie gedanklich? Keine Chance. Was machten die Gefühle? Ist so schön da beschrieben im Text. Sie zitterten hinter Saul her. Super Beschreibung. Sie zitterten hinter Saul her, so wie du. Und ich, wenn du dir lange genug einredest, das Problem ist wirklich zu groß. Was kommt zuerst? Das Gefühl oder der Gedanke? Immer. Merkst du das? Also wenn wir unsere Gefühle wirklich von Gott her anpacken wollen, müssen wir an unserem Denken ansetzen. Weil das ist der Schlüssel. Und weil sie dann hinterher zitterten, war das Ding sowieso schon verloren, bevor die richtig loslegten. Und jetzt kommt David, der sieht denselben Riesen und hat welchen Gedanken dabei? Wieso stopft dem keiner das Maul? Die müssen auf mich gewartet haben. Lass uns mal gucken, wie wir den Kerl in die richtige Größe bringen. Das war sein Gedanke. So, wie fühlte er sich? Steht er in der Bibel. Der war wütend. Und er geht mit seiner Wut zum König und sagt so, nun los, was müssen wir machen, damit wir das Ding jetzt hier endlich abstellen? Holt die Schleuder, wirft den Stein und das Problem war durch. Da war kein Zittern, da war kein Zagen, da war nicht irgendwas. Da war total straighte, klare, kraftvolle, direkte Art und Weise, das Problem anzupacken. Warum? Gedanklich war der nicht mit dem Riesen und dem Problem beschäftigt, sondern der war gedanklich mit dem Chef beschäftigt. Und dafür, dass dieser Bursche die Armee des lebendigen Gottes verhöhnt. Und den Kerl muss man am Ohr ziehen. Und das lief so und damit waren seine Gefühle auf dieser Sichtweise Gottes. Er fühlte sich kraftvoll, er war sich seiner Sache bewusst, er war mutig und genauso hat er das Ding durchgezogen. Merkst du, was du dabei lernen kannst? Ja. Genau. Der Kampf um deine Gefühle beginnt nicht bei deinen Gefühlen, sondern bei deinen Gedanken. Und jetzt denkt man an viele Situationen, die wir auch oft erleben. Also es gibt Typen, kennst du den Satz bei dir selber? Ich kenne ihn bei mir. Also die sind so unausstehlich, die kann man nicht lieben. Hast du so? Nein, du hast so einen Gedanken noch nie gedacht. Ich bin so beruhigt, in dieser Gemeinde zu sein. Das ist so eine Bereicherung für mich. Aber ich denke das manchmal. Und weil ich das denke, weißt du, wie ich mich in Gegenwart solcher Leute fühle? Völlig entspannt, stimmt's? Ja, kein Stück. Sondern du merkst, wie dir innerlich die Krelle wächst, bevor es schon richtig losgeht. Ja, kennt ihr das aus eurer Familie? So bestimmte Spezies, die dir immer wieder auf den Fuß trampeln, die brauchst du bloß durch die Tür kommen sehen. Da merkst du schon, brrr, kommt alles nach oben. Ist normal, oder? Woran liegt das? Du hast schon eine bestimmte gedankliche Sichtweise. Den hast du schon eingeordnet. Da kommt die Schublade schon raus, Kerl rein, Gefühle, pff, komm hoch, ganz normal. Was ist der Ansatz? Genau. Ihr lieben Freunde, wenn Menschen so unliebenswert sind,
ist nicht der Ansatz, ich muss beim Gefühl, also wenn ich mal für den Liebe empfinde, dann kann ich auch was anderes machen. Vergiss es, du wirst nie Liebe empfinden. Sondern wo muss der Ansatz kommen? Im Kopf. Ich entscheide mich, den Lieben zu wollen. Ich fange an, den anders zu sehen. Ich gehe hin und sage, Herr, hilf mir, ihn aus deiner Brille und aus deiner Warte zu sehen. Das ist der Schlüssel. Wenn du die Sichtweise über eine Person nicht änderst, werden sich deine Gefühle nie ändern. Nochmal, wenn du deine Sichtweise nicht änderst, werden sich deine Gefühle nie ändern. Das ist der Punkt. Der Schlüssel zur Verbesserung deiner Gefühle ist, du musst Gottes Sichtweise über Menschen und Gottes Sichtweise über Situationen übernehmen. Und dann werden deine Gefühle nachziehen. Andersrum wird das nie was. Weißt du, wenn ich mich mal richtig danach fühle, den Herrn zu preisen, dann werde ich mal richtig loslegen im Lobpreis. Soll ich dir sagen, wann dieser Termin kommt? Genau. Sondern was ist der entscheidende Schlüssel? Du setzt dich hin und du siehst in dem Gottesdienst Jesus in der Mitte. Und du sagst, Jesus, du bist mein König. Und auf dich konzentriere ich mich und dich will ich jetzt anbeten. Und während du dich gedanklich auf den Herrn einstellst, passiert was? Während du anfängst, ihn anzubeten, deine Gefühle ziehen plötzlich mit. Nachdem du den Chorus zum 5. Mal gesungen hast, denkst du, ja meine Güte, eigentlich haben die recht. Der Herr ist wirklich gewaltig. Und beim 6. Mal, während du den Chorus singst, hebst du schon die Hände. Und als du dann beim 7. Mal denselben Chorus singst, dann staunst du plötzlich, wie innerlich Freude Gottes sich bei dir durchsetzt. Was hast du gemacht? Du hast deine Sichtweise verändert und du hast gesehen, wie Jesus die Sache sieht. Und plötzlich zieht dein Gefühl hinterher. Wow, da liegt der Schlüssel. Mich hat das fasziniert. Ich habe das am Dienstag erzählt. Ich war so berührt von der Geschichte von Martin Luther King. Das ist dieser Befreiungskämpfer in Amerika, ne, der für die Menschenrechte eingestanden ist und für die Gleichberechtigung der schwarzen Leute. Dieser Mann kam ja nicht irgendwo her, sondern der kam ja aus Alabama, so hieß die Gegend, in der er ist. Und da hieß diese Stadt Montgomery. Und weißt du, was da ist? Atlanta ist da nicht weit weg. Und weißt du, welche Leute in dieser Gegend wohnen? Die Frömmsten der Frommen. Da gibt es den sogenannten Heiligen Belt, Gürtel. Da wohnen Fromme ohne Ende. Da gibt es Gemeinden wie Sand am Meer, eine heiliger als die andere. Und die waren so heilig, dass sie eine ganz fromme Organisation gegründet haben. Und weißt du, wie diese Frömmste der Frommen Organisation hieß? Getragen von Methodisten und Baptisten und Leuten aus der Landeskirche. Die hieß Ku Klux Klan. Da saßen die Oberfrommen drin, die Prediger und Ältesten und sonstige Fromme. Und weißt du, was der Lieblingsjob dieser Leute war? Schwarze zu fangen, zu foltern und zu prügeln und zu misshandeln. Als Martin Luther King bei denen in die Kirche wollte, haben sie ihm 3 Gorillas auf den Hals gehetzt, die ihn verprügelt haben und aus der Kirche rausgeschmissen haben, weil für Schwarze gab es keinen Platz in der Kirche. Wenn du das über Jahre erleben würdest, dass die sogenannten Brüder nichts Besseres zu tun haben, als mit der Flinte und mit Morddrohungen und mit einem Bombenanschlag auf dein Haus hinter dir her sind, was würdest du in deinem Herzen denken? Würdest du ernsthaft diese Leute mit Liebe Gottes belegen? Dieser Mann schreibt in seinem Leben mehrere Briefe an die oberste Kirchenleitung seines Countries, wo er sich dafür entschuldigt, dass er so viel Bitterkeit den Brüdern gegenüber im Herzen hatte. Mein lieber Mann, wir hätten verstanden, wenn der den Gift und Galle an Hals gehetzt und gewünscht hätte, dann hätten wir gesagt, das können wir menschlich richtig nachvollziehen.
Und das Verhalten dieser Leute ist auch unkorrekt und ungerecht, ist überhaupt gar keine Frage. Trotzdem hat dieser Mann niemals ein böses Wort über diese Leute geredet, nie einen feindlichen Brief geschrieben, sich von diesen Leuten prügeln lassen und sie nachher immer noch gesegnet. Und als tatsächlich die Regierung die Gesetze geändert hat, war er der Erste, der zu den Brüdern gegangen ist und sie gesegnet hat. Mein lieber Mann. Was hatte der verstanden? Wenn ich meine Gefühle erobern will, dann gucke ich nicht die Umstände an, sondern was muss ich lernen, wenn ich will, dass meine Gefühle gesund werden, dass meine Verletzungen rausgehen? In meinen Gedanken mich auf den Herrn zu konzentrieren, wie Gott die Sache sieht. Und wenn ich das hinkriege, dann werde ich gesund. Und das ist der Schlüssel, den Gott uns gibt. Wir dürfen unsere Gefühle wieder gesund werden lassen. Wir dürfen von diesen Verletzungen wieder gesund werden. Aber du wirst nicht gesund, wenn du deinen Ehepartner anguckst, der dich oft genug verletzt hat, dann wirst du nicht gesund. Mach dir keine Illusion. Du wirst nicht gesund, wenn du dir deine Kinder anguckst, die dir ja schon alles Mögliche in den Kopf gebatscht haben. Da wirst du nicht gesund. Du kannst dir die Lehrer in deiner Schule angucken und dir kommt die Galle hoch. Du kannst all diese Leute angucken und es wird dir die Galle hochkommen. Wann wirst du anfangen, gesund zu werden? Wenn du sie anfängst, durch das Blut Christi zu sehen, durch die Vergebung Gottes, durch die Heilung, die Jesus erworben hat. Das ist das, was du in deinem Herzen verankern musst. Und Freunde, das ist der Schlüssel, wie Gemeinden gesund werden. Weil jeder von euch hat bestimmt genug Zeug auf seiner Seele, wo er sagen kann, irgendwer hat ihm irgendwann irgendwas gesagt und getan. Ich bin hundertprozentig sicher, weil ich weiß, was auf meiner Seele ist. Und soll ich dir sowas sagen, du wirst in deiner Seele bitter. Aber du kannst auch gesund werden, das ist deine Entscheidung. Die Entscheidung liegt darin, dass du nicht wartest, bis du die netten Gefühle kriegst über die Geschwister. Mach dir mal keine Sorgen, die kommen nicht. Der Teufel wird genug dafür sorgen, dass du alle möglichen Gefühle kriegst. Sondern der entscheidende Punkt ist, dass du hingehst und sagst, Jesus, wie siehst du das denn? Und ich fange an, Leute durch das Bild Jesu Christi zu sehen. Wie macht Gott der Vater denn das, dass er dir und mir immer vergibt? Gott hat dieselbe Technik drauf, stimmt's? Weil wenn der dich angucken würde, also es wird nicht lange dauern, dann ist hier ziemlich trockener Haufen, lauter Asche. Aber wie haut der Herr dich an, dass er dich anschauen kann und dir Gnade gewähren kann? Er schaut immer durch das Kreuz Jesu Christi auf uns. Das ist der Punkt, wie Gott guckt. Und deswegen erleben wir, wie die Gnade Gottes immer reicher wird bei uns. Ist das wahr? Unverdienterweise. So, wenn Gott dieselbe Technik drauf hat, was denkst du, welche Technik du übernehmen solltest, wenn du gesund werden willst in deiner Seele? Halleluja. Ich bin so froh, dass der Herr uns da nicht lässt, wie wir sind. Das ist so gewaltig. Wir dürfen heil und gesund werden. Gott möchte, dass wir das Land erobern, dass wir gesunde Gefühle haben, gesteuert durch das Bild, das Gott für uns hat, in unsere Situation hinein. Ich verändere meine Blickrichtung. Im Hebräerbrief steht das so, Hebräer 12, Vers 1 und 2, da sagt die Bibel, wo sollst du hingucken? Interessant steht, ist, dass da steht, lasset uns wegschauen, das Erste, ne? Du musst mal wegschauen wollen. Und aufsehen, genau. Das sind zwei Schritte, die wir gehen. Wir gucken bewusst weg und wir gucken bewusst hoch. Lasst uns wegschauen und hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der vorne steht und der am Ende steht. Das ist die Blickrichtung. Das hat mich bewegt, weil Jesus muss das neue Werk des Glaubens in uns anfangen, dass wir nämlich auf ihn schauen und uns nicht mehr auf die Situation konzentrieren. Und er muss auch derjenige sein, der mit seinem Glauben ständig uns zuspricht, dass wir das Ding auch bis zum Ende durchziehen. Weil ihr Lieben, ihr kennt das von euch, oder? Hast du schon mal angefangen zu vergeben? Ja. Aber es war mit einmal gar nicht getan, oder? Oder geht mir das immer nur so?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich entscheide mich relativ häufig, Menschen zu vergeben, bis es dann mal so weit ist, dass es auch aus meiner Seele raus ist. Es ist nicht mit einmal getan. Sondern ich merke, die Situation kommt wieder, dann kommt der alte Groll wieder, das alte Gefühl kommt wieder. Und was muss ich machen? Ich muss mich wieder entscheiden. Nee. Das lege ich vor Jesus und ich schaue ihn an und ich merke, wie er mir vergibt und wie seine Liebe da ist und ich Vergebung reinspreche, immer wieder. Solange, bis ich merke, meine Seele ist raus mit dem Zeug. Das ist ein Prozess, Freunde, das ist nicht mit einmal getan, das ist einfach nicht richtig. Deshalb guck den Herrn an und das ist das Schöne, das Zweite, was du dir klar machen musst, was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Egal, wie komisch die Situation war, egal, wie komisch die Leute waren, wovon können sie mich auf keinen Fall trennen? Amen. So, guck den Herrn an, der liebt dich trotzdem, völlig egal, was die Leute erzählen. Er liebt dich mit allem, was du hast. Und dann kommt das Nächste, weil Gott für dich ist. Das ist das Dritte, was du angucken musst. Guck den Herrn an, dann schau an, dass er dich immer liebt. Und dass du mit ihm immer auf der richtigen Seite bist, es kann niemand gegen dich bestehen. Du wirst gewinnen. Wenn du daran festhältst, du setzt das Ding durch. Mach dir keine Sorgen, du wirst gewinnen. Das musst du für dich immer wieder entscheiden. Halleluja. Und dann passiert nämlich was. Wenn du so diese Verletzung anguckst, dann hilft dir Gott plötzlich was zu entdecken. Nämlich, dass egal was der Teufel wollte, um dein Leben zu berauben, Gott gebraucht das, wenn du ihm das gibst, durch Vergebung und ihm angucken, gebraucht Gott diese Verletzung, um dich in diesem Bereich besonders effektiv zu machen. Das ist der hochspannende Schlüssel. Wie du aus Verletzung nicht ewig als Verlierer rausgehst, sondern wie du als Gewinner rausgehst. Die größten Krisen, die ich in meinem Leben hatte, haben am Ende dazu geführt, dass wenn ich sie mit Vergebung und Liebe Gottes und Blickwinkel auf den Herrn angeguckt habe, mir am Ende zum größten Segen geworden sind. Es hat mich oft gewundert. Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, wieso ich mit Jugendlichen zu tun hatte, in Schulen gekommen bin, mit Leuten zu tun hatte, die alle mehr oder weniger spannende, komische Elternhäuser hatten. Und wisst ihr, was ich dabei gelernt habe? Also meins war auch nicht so doll. Aber irgendwann musste Gott mich lehren, zu vergeben, diesen Hass loszulassen, diese Vaterwunde loszulassen und dabei heil zu werden. Und deswegen konnte ich plötzlich Leute verstehen, die eine ähnliche Geschichte hatten und wusste, die kann ich anpacken, weil das war in meinem Herzen auch so. Und plötzlich merkte ich, hey, das, was ich anpacke mit der Liebe Gottes, egal was der Teufel wollte, um meine alte Seele, um meine Seele kaputt zu kriegen, in dem Augenblick, wo ich das mit Jesus anpacke und heil werde, werde ich zum Segen für viele Leute. Das ist der Schlüssel. Das ist wie mit dieser schönen Perle. Dieses Beispiel gefällt mir immer so gut. Wenn das Sandkorn in die Muschel eindringt, dann hat die Muschel zwei Möglichkeiten. Sie stirbt dran, oder sie beginnt den Stein mit Perlmutt zu ummanteln, bis da eine Riesenperle draus wird. Und genau das ist dieselbe Entscheidung, die du hast. Du kannst an einer Verletzung zugrunde gehen. Oder du sagst, Herr Jesus, egal was der Teufel in meinem Leben schief machen wollte, ich bringe das zu dir. Und ich fange an, dich anzugucken. Und ich danke dir, dass du mir vergibst, dass du diesen Leuten vergibst und dass du hier in mir einen Prozess der Heilung in Gang setzt und dass ich in diesem Bereich für viele zum Segen sein werde. Das ist der Schlüssel. Und mit Mal merkst du, egal, der Teufel war so ein Geier im Leben von Josef, stimmt das? Der Mann wollte dem Herrn dienen und alles, was er kriegte, war ein Schlag nach dem anderen. Und was war das Endresultat? Interessanterweise heißt es bei Josef, der zockte nicht, der meckerte nicht, der ging geradeaus im Glauben weiter und jede dieser Stufen, ob er zuerst bei dem Potiphar landete oder dann im Gefängnis landete, als er als Verwalter, seinen Dienst tun musste, da hatte er alle diese Phasen, wie man Sachen einteilt, wie man die Sprache lernt, wie man lernt, mit den entsprechenden Leuten umzugehen, das hatte der alles schon drauf.
Und das, was der Teufel negativ geplant hatte, gebrauchte der Herr, um den Mann zu segnen. Und am Ende war er der Bewahrer des ganzen Volkes Israels, interessanterweise. Und das sieht er auch so und sagt, ey, Freunde, ihr habt gar nicht gewusst, was ihr gemacht habt. Ihr habt mich schon im Vorfeld losgeschickt, damit ich den Laden hier regeln konnte. Sehr clever. So, fang an, darüber nachzudenken. Wo hat der Teufel wirklich probiert, dich zu verletzen? Durch Menschen richtig runterzumachen, dich in deiner Seele zu knechten, dich klein zu halten. Genau das sind die Punkte, wo Jesus so gerne möchte, dass du mit ihm zusammen das anguckst und dann sagst, Herr, ich hole von dir Gnade und Vergebung, ich setze Leute frei, ich vergebe, ich segne die und genau in diesem Bereich, Herr, werde ich beginnen, deine Liebe weiterzugeben. Und jeder deiner Knackpunkte im Leben wird zur Segnungssprungschanze, um dich nach vorne zu bringen. Jeder. Da liegt der Schlüssel. Und wenn du dran kleben bleibst, bleibst du unheil. Und wer unheil bleibt, wird Unheil anrichten. Das geht nicht anders. Und Gott möchte so gerne, dass du gesund bist. Für mich war das immer faszinierend, wenn, ich weiß nicht, ob ihr jemals Bücher gelesen habt von einer Frau, die heißt Corrie ten Boom. Gibt so einen Film, der heißt Die Zuflucht und so. Diese Dame hat im KZ in Ravensbrück überlebt, dieses Frauen-KZ der Nazis. Und die hat zugeguckt, wie ihr Vater umgebracht wurde und ihre Schwester verhungert ist. Und sie selber kommt durch dieses Konzentrationslager und hat diesen Punkt in ihrem Leben, wo sie einem dieser ehemaligen Konzentrationslager-Wächter gegenübersteht und sich entscheiden muss, will ich vergeben oder will ich nicht vergeben? Genau, und sie gibt ihm dann am Ende doch die Hand, weil der bittet sie um Vergebung. Und mit diesem Tag wird diese Frau zu einer der Schlüsselfiguren für Deutschland. Wenn die irgendwo in Deutschland auftraten und evangelisierte, waren die Hallen dicht. Weil die Leute spürten, da spricht einer aus Autorität. Und da, wo ihre größte Verletzung war, konnte Gott den Riesensegen draus machen. Und das ist bei jedem von uns, in jedem Leben so. Das ist, was Gott tut. Gott arbeitet dem Teufel kontraproduktiv ins Geschäft, indem er das nutzt. Und Freunde, wenn wir das verstehen, dann merken wir, warum Gott uns in Situationen gebracht hat, warum bestimmte Dinge in unserem Leben zugelassen sind, warum Gott möchte, dass wir daran wachsen, warum Gott uns in bestimmte Gemeindesituationen gesetzt hat, habe ich mich manchmal gefragt. Habe ich oft mich gefragt, Herr, wieso musste ich immer so komische Jobs machen? Das fragst du dich manchmal, oder? Kommst in Gemeindesituationen rein und die sind völlig am Ende und mit Mal merkst du, die haben Bürgerkrieg seit Jahren. Und jetzt hast du plötzlich als Pastor den glorreichen Job da. Du kannst in jede Richtung, in die du dich wendest, du kannst dich nur in den Fettnapf setzen, oder? Egal, was du machst. Und du stehst da und sagst, ey, Herr, das kann nicht sein, oder? Wieso habe ich gerade hier das Abo wieder für so Zeug? Und dann stehst du da und kannst dich entscheiden und sagen, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und plötzlich begreifst du, warum du in deinem Leben viele solcher Prozesse durchgemacht hast, wo du Kampf erlebt hast, wo du Ablehnung erlebt hast, wo du diesen Schmerz erlebt hast und wo du gesagt hast, und trotzdem gehen wir durch, weil der Herr ist der Herr und die Wahrheit ist die Wahrheit. Und du überlebst solche Situationen nicht nur, sondern du wächst und der Rest wächst mit. Und du spürst da, wo andere Leute schon längst zusammengebrochen sind, läufst du immer noch geradeaus. Warum? Gott hat dich da trainiert. Die Sachen kannst du mittlerweile. So, wenn Gott dich in bestimmte Situationen setzt und du erlebst das, bitte sei mutig, zuck nicht weg. Bleib stehen und pack das an. Denn egal, was der Teufel da gerade probiert, um dich aus der Bahn zu werfen, wenn du stehen bleibst, wird Gott daraus den größten Segen bauen. Bleibst du bitter, bleibst du verletzt, lässt du das weiter in dir rumgehen, ist das genau der Punkt, wo er dich in deiner Persönlichkeitsreife, wo er dich in deinem Weg mit Jesus rauskickt. Und du bleibst auf dem Entwicklungsstand stehen. Leute, ich sage euch das, nichts ist unangenehmer, als Christen zu erleben, die in bestimmten seelischen Entwicklungsständen stehen geblieben sind. Das ist nichts ist schlimmer. Aber Gott will, dass du gesund bist. Dass du ein geistlicher Papa wirst und eine Mama, die ganz viele Segnungskinder kriegen, das ist unser Job. Deshalb, lass die Sachen los. Was hat Jesus am Kreuz gebetet? So, er hat es nicht festgehalten, er hat es losgelassen.
hat den Vater angeguckt und hat durch den Vater die Leute angeguckt. Was betet Stephanus interessanterweise, als sie ihm die Steine aufs Hirn werfen? Genau. Herr, rechne ihn die Sünde nicht zu. Und wer stand unter diesen Leuten und hat die Jacke gehalten? Und durch die Vergebung, die Stephanus ausspricht, wird der Saulus am Ende zum Paulus. Der brauchte die Vergebung. Warum? Der war losgelassen. Ansonsten hätte der unter der Schuld geklebt und hätte sich nie bekehrt. Hier lag ein Riesenschlüssel. Der Schlüssel zur Befreiung für dich selber, aber auch der Schlüssel zur Befreiung anderer Leute, die sonst ihr Leben lang geknechtet bleiben. Weil mit Bitterkeit knechtest du Leute und hältst sie fest und sie entwickeln sich nicht. Ganze Gemeinden entwickeln sich nicht, weil so viel Bitterkeit da ist und die Leute das nicht loslassen. Und die sich wundern, dass sie niemanden aufnehmen. Ja, soll ich dir was sagen? Dornsträucher haben nicht eine wirklich besondere Anziehungskraft. Das ist nicht wirklich doll. Stimmt? Da magst du nicht wirklich hingehen. Und das ist so, wenn in Gemeinden Bitterkeit bleibt, was denkst du, was die für eine Anziehungskraft haben? Genau, die Leute gucken sich das ein paar Mal an und sagen, ey, das ist nett, was die sagen, aber wenn du mit denen zu tun hast, schönen Dank. Da merke ich genau, die sind nicht gesund. Und das ist der Punkt, wo Gott mit dir arbeitet und sagt, ey, ich möchte, dass meine Gemeinde gesund wird. Das ist der Grund, warum wir das machen, weil Gott möchte, dass wir gesund werden. Stimmt das? Halleluja. Und wenn wir heil werden, dann sind wir attraktiv, interessanterweise. Stimmt's? Hast du gerne mit Leuten zu tun, wo du merkst, Mensch, die haben eine ausgeglichene Seele, die sind entspannt, die freuen sich, die können Liebe ausstrahlen, die können aufeinander zugehen, die können sich investieren. Das ist einfach klar. Wer hat mit so Leuten gerne zu tun? Also hundertprozentig. Oder? Das lieben wir und das ist, was wir an Gemeinde lieben. Stimmt's? Wenn du irgendwo hingehst und du merkst, man, die haben das nicht mehr nötig, sich in diesem Ego-Zirkel zu drehen und hoffentlich kommst du mir nicht zu nahe. Nein, die lieben das. Und wenn jemand sich mit ausgebreiteten Armen auf dich zubewegt, was macht jedes normale, gesunde, psychisch ordentlich entwickelte Kind? Springt! Genau! Hey, wenn die Leute dich nicht mehr umarmen wollen und dich nicht mehr anspringen wollen vor lauter Begeisterung, dann solltest du dich fragen, ob noch alles in Ordnung ist. Das meine ich ernst. Tatsächlich, lass uns mal darüber nachdenken. Ja, ich sage ja nicht, dass wir zum heiligen Bruderkuss zurückkehren müssen. Soweit wollen wir das ja, wir wollen das nicht gleich wieder übertreiben. Aber die Frage ist doch tatsächlich, wieso haben wir uns Formen angewöhnt, die ja noch aus dem Mittelalter kommen. Warum hat man sich früher die Hand gegeben? Paul, gib mir mal deine Hand. Sollten sich früher die Hand gegeben? Weißt du, was sie gemacht haben? Die haben geguckt, ob dein Messer hat. Da kommt das her, da kommt die Begrüßung her. Du hast getestet, ob der irgendwo bewaffnet ist und unterschwellig da unter seiner Jacke irgendwas hat, womit er dir ans Leder bindet. Das ist interessant. Da, wo Jesus herkam, hat man sich nie so begrüßt. Sondern da hat man sich immer umarmt und sich geküsst, interessanterweise. Okay, wir müssen ja nicht gleich ins andere Extrem rutschen, ja? Genau, für die ist das völlig normal. Aber merkt ihr, da haben wir uns eine Mentalität angeeignet, die schon sagt, bleiben Sie bitte auf Abstand. Genau. Das signalisieren wir schon, stimmt's? Warum? Ich möchte nicht, dass du mir so ganz nahe kommst. Warum eigentlich nicht? Alles, was du verheimlichst, wird unheimlich. In der Bibel steht, wenn wir wandeln im Licht. Wie er im Lichte ist, was passiert dann? Haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist interessant, oder? Wenn wir wandeln im Licht. Nicht, wenn wir wandeln in der Grauzone,
wenn wir in der Finsternis wandeln, schon gar nicht, sondern wenn wir lernen, miteinander im Licht zu wandeln. Das heißt, ich lebe mit dir in Wahrheit. Ich lebe mit dir in Vergebung. Ich lebe mit dir in geordneten Beziehungen. Und ich kann mit dir im Licht wandeln, da steht nämlich danach, und das Blut reinigt uns von allem. Amen! So, dann kann ich im Licht wandeln. Stimmt's, wenn ich merke, ich habe Vergebung nötig, aber preis dem Herrn, du hast sie auch nötig. Das beruhigt mich nicht, aber es ist schön, dass das so ist. Dass derselbe Herr, der mir mit Vergebung begegnet, mit dir auch Vergebung hat. Und ich darf dich durch das Blut Christi angucken. Jeden Tag neu. Und da hole ich meine Gnade her. Und Gott sei Dank in der Gemeinde, da holst du auch deine Gnade her. Und plötzlich merke ich, da wird meine Seele gesund. Und wo ich das nicht mehr mache, da bleibt meine Seele verletzt und krank. Und der Herr ist so begeistert, wenn seine Gemeinde lernt, gesund zu werden. Weil das ist der Hauptschlüssel. Wir selber werden frei, die anderen werden frei, unsere Seele jubiliert, unsere Gefühlswelt kommt in Ordnung. Ich fange wieder an zu fühlen, wie der Herr fühlt. Kann mich wieder über die Dinge freuen, über die der Herr sich freut, oder? Das ist doch, was mein Leben so reich macht. Ich habe irgendwo so einen schlauen Spruch gelesen, den fand ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da hat jemand was wirklich Nettes gesagt. Wenn wir anfangen, uns Jesus anzuschauen, dann werden wir wie Jesus. Wenn du dir immer die Verletzung anschaust, dann wirst du wie eine offene Wunde. Also lieber würde ich doch werden wollen wie Jesus, oder? Das ist wirklich gesünder. Und der Herr liebt das, wenn du dieses Land anfängst zu erobern. Aber das ist ein Krieg, das sage ich dir. Deswegen passt das gut in unsere Serie, die wir gerade haben. Erober das Land des Segens. Und dazu gehören unsere Gefühle, die dürfen wir auch erobern, dass sie gesund werden und heil werden und von Gott her aufeinander sich ganz neu zubewegen. Okay. Wollen wir so miteinander beten? Weil ich glaube, das ist der Punkt, den es jetzt braucht. Ich möchte nicht so gerne, dass wir sagen, okay, wir sind an unseren Verletzungen heute wieder mal stehen geblieben, war nett. Dann hast du nichts gelernt. Sondern der Punkt, den Gott wirklich behandeln möchte, ist, komm heute und schau es durch Jesus an. Und nimm diesen Gedanken an, egal was der Teufel in deinem Leben kaputt machen wollte, um dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung zu stoppen, um dich still zu machen, um dich klein zu machen, um dich bitter zu machen. Guck das an und sag, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich lehrst, das durch deinen Blickwinkel zu sehen und dass du dafür Heilung hast und dass du dafür Vergebung hast. Und wo es an mir ist, darf ich da Vergebung aussprechen. Ich darf Leute loslassen, ich darf Leute segnen. Ich darf das von meiner Seele freisetzen. Und ich darf dich sehen, Herr, wie du kommst und wie du mit deiner Liebe zu mir stehst, wie du mit deiner Kraft zu mir stehst, wie du mir Freisetzung schenkst. Halleluja, das gehört alles mir heute. Und ich komme und ich werde heil. Und ich bringe das heute vor deinen Thron, Herr. Dass ich in diesen Eroberungsprozess einsteigen werde. Das ist deine Entscheidung heute, Herr.